Möcht de Leib Gottes und der Fried vom Heiligen Geist hier immer ansehen von dir durch diesen Morgen und möcht wie alle in Seelen beleben und in Seelen leben von so es Gott hat geplant hat. George, der fängt eine Geschichte an und ich möchte ihn auch wieder nehmen. Craig Hill vertelt eine Geschichte, eine wahre Geschichte, wo er Menschen war an wahrer Freude und hat. Wenn er traveln hat, travelt viel und traf viele Menschen. Wenn er dann fremde Menschen traf, auf dem Plan oder wo immer die da machten, verartige Stimmen, wie sie am Satten. Seine Frau zu dir ist dann, was das? Weil wir haben ja alle eine Arbeit, nicht? Das George will sehen, wenn Menschen verrehen, Frauen verrehen zu beten, weil woran soll er drehen? Weil dort eine Arndt gibt, nicht? Woran soll er eine Arndt geben? Was das dann wieder fragt, ist, zu was schaffst du? Weil zum Geld verdient mein, all meine Payments mehr. Unsere Welt von der ist bekannt, dass wir sehr viele Payments hier und da und dort haben. Meiste 80% von den Menschen von der und dort haben ihr Dachlohn, ihr Lohn, was sie in den nächsten 5 bis 10 Jahre verdienen wollen, 1 Jahr noch bis 24, 30 Jahre und verrückt all ihr Lohn ganz fast gesagt, wo sie wollen Payments merken, entweder an Häuser und Chor und verschiedene Dinge. So die Menschen, die ihre Antwort möchten, tut es, weil ich mit Geld verdient habe, meine Payments mehr. Weil woran merkst du Payments? Weil das ist ja einfach, ne? Das ist ja meine alles vornehmen. So du lebst zum Payments mehr. So das Leben an unsere Menschen von der und auch auf sehr wenig wird. Und ich will dort nennen an das Thema, was wir von der haben. In Matthäus Kapitel 6, Vers 24, durch 26, in nach ein paar Vers wieder, du redet Jesus zu seinen Jüngern in redet über Krieg diesen Situation von Geld. Vers 24, du sagst, dass keiner kommt bei Herren dein, er wird einen nicht liegen können und von den anderen viel holen. Oder er wird an einen hängen und den anderen verachten. Die kosten nicht Gott dein in der Drecktum. Und hier mache ich eigentlich sagen, dass die Bibeln, die sind hier sehr verschieden geschrieben, Krieg in 24. Die sind verschiedene Wörter gebraucht. Einzige Bibeln sagen, dass die kosten nicht Gott dein in der Geld. Andere sagen, dass du kost nicht Gott dein in dem Mammon. Und das ist nicht ein physisches Ding, was wir hier deinen sollen oder was wir nicht deinen sollen. Das ist geistlich. Und ich war von dir ab den Streck gehen, dass wir kennen nicht Gott dein in den Mammon. Wenn ich sind überzeugt, dass Mammon passt der Beta B. Woran passt dort der Beta B? Wenn Mammon wir ein Geld Gott, dass wir ein Gott, was die Philister anbeten, wenn ernt dort an Rektum fehlt.
wenn er dort Knopf denkt, Mammon, wir und Gott, wird der Unruhen deuten. So ich stelle mich vor, dass Jesus redet in dieser Hinsicht hat. Und die Jünger stelle ich mich vor, die werden bekannt mit dem. Und Jesus sagt, den sollt ihr nicht deuten, den sollt ihr nicht anbeten, für den sollt ihr nicht knien. Wir können auch andere Dinge nehmen, dass wir so nicht das Geld anbeten oder uns haben Gott oder Gott gesehen sein für andere Menschen oder und diese, all diese Gäste anbeten, dass wir einfach hoch werden sein für andere Menschen. Oder uns wird anbeten, was wir würden höher stellen als Gott. So Gott allein will die Ehe haben. Gott allein will die Leif sein, wenn er läuft uns. Warum ist es wichtig, dass wir an das denken und das klar haben in uns Leben? Und hier ist warum. Gesagt in geschrieben Wort, dass 80% von den Lied, was die in eingehen, von der und auch haftet dann mit Geld. 80%. Ach, paar Lied üttieren, gehen in ein, wenn Problem über Geld. Nicht, wenn du nicht Geld hast, gut möglich, wenn du zu viel hast. Aber wenn Striderie, wenn Aneinigkeit, entweder die Früde spannt zu viel, der Mond wird verdrisslich, oder der Mond hafzig, wird gekauft und die Früde kriegt nicht und so weiter. Du, wen sei ich dort, dass es das wichtig ist, dass wir klar haben, wer uns Gott ist. Noch ein Vers, was das betätigt, dass 1. Timotheus 1, Vers 10 sagt, gibt es als eine Wartel, worin alle Hand bei sich kommt. Einige haben sich dort die letzten Loten und sind dadurch vom Glauben aufgeehrt und haben sich selbst dadurch viel weiter teuersagt. Wie kann in Wirklichkeit wie in der Welt gleich nachchecken, wo das Problem mit dem Geld und von der Aufgärterie von Mammon, wo das wirklich steht? Wir denken, wenn ein paar Lied hineingehen, weil du es bloß eine Ehe hineingehen, ne? Was, wenn du Kinder sind? Was, wenn du Großkinder sind? Und das macht ein Beleben, dass Vater und Mutter, der Mom und Dad, gleichen sich nicht mehr. Oder die Großkinder machen das Beleben, dass Oma und Opa, die leben sich nicht mehr. Und bloß wen in Dula. Das geht viel wieder, als bloß, weil mir fehlt noch ein Dula Meier. Das ist eine Krankheit, eine große Schwierigkeit, was in unserer Welt von der Regierung hat und wo wir als Kirchen machen einen Unterschied mehr. Das kommt alle und alle in die Kirchen an, weil wenn ein paar Lieder hineingehen, weil dann befrieden die Fraschen, dann haben die Kinder waren Fraschen am Mama und Papa und die Großkinder Fraschen am Oma und Opa. Aber dort geht viel wieder als dort. Dort geht verletzte Horten, verbrannte Horten, dort Männer nicht mehr erweitern, dass sie Männer sind und früher nicht mehr erweitern, dass sie früher sind. Da kommt ein großer Teil von dieser Wartel von Jitz her, dass die nicht mehr erweitern, wo sie tief sind. Wenn Mama oder Papa, die läuft mir nicht mehr und die leben sich unter sich nicht mehr, wenn die Dula ist, die Taschen gekrochen.
der Herrn Mammon euer Gebet, ernüchtert Gott. Die sind in Casino gegangen, verrot, ernüchtert, ne Rechweig gegangen und gefragt am Gebet. Jesus sind rot hier als klar und als einfach. Er sagt wieder in Vers 24, Matthäus, saß Vers 24, du wen sei er gönnt, merkt gönnt nicht Sorgen am jen Leben, über was die eten und trinken sollen, und nicht am jen Körper, was die antragen sollen. Ist das Leben nicht mehr aus eten und der Körper mehr aus der Kleidung? Ich habe mal gesagt, ging ja wie in meine Eltern mir vermohnen, dort hat mich nicht schmacker antreten, dort in mich besser benehmen, dort in Sinne Dinge als dort, dann ledigte diesen falsch für, weil die Bibel sagt, du hast keine Regel. Du sollst dich nicht sagen, um was dir antreten ist. Ein anderer wird kostet die Antreiten, so ist divers, nicht? Aber das Vers von der und da hat eine ganz andere Meinung für mich. Das redet verhebt nicht von, dass du die so einweichern und anderen antreiten, oder wo du die so antreiten. Aber das hilft hier in den Gerüten, was wir sollen hecherholen, aus aller Ewige. Wir sollen uns nicht sagen merken über die Dinge. Woran? Die Hauptsache hier ist, dass wir uns sagen, wenn wir uns sagen merken, dann war wir dumm. Dann kommen uns Dinge am Kopf und wir tun Dinge, was wir gleich salz sind. Andere Werte, das würden sein Anxiety oder Ansiedad. Dass wir eine Stufe nankommen von einem Leben, was wir sehr artig waren. Wir sind so besorgt, um dort, was aktuell, was meint es, und dass die Nubab eins wird kommen, nehmen wir das weg. Oder verschiedene Dinge. Und das hat nicht zu tun, damit, wenn wir arm sind. Ich glaube, viele Menschen, die viel haben, haben mehr Trouble mit dem, aber arm auch. Das Geld von der und auch Lied, was die Millionen Dollar in ihre Bankaccount haben, in die Kinder mit dem Borf gehen. Die Mann lässt die Früh nicht Geld zum Schaukeiten für die Kinder, wenn der hat Angst, das wird alle wollen. Ich stelle mir vor, dass Jesus hat dann all gewusst, dass diese Dinge würden passieren, du wirst reden von so. Das hat mit Jesus zu tun. Das hat einfach bloß zu tun mit mir, was aufholen und wo wird das alles passieren. Ich kann mich nicht träumen und dann packe ich an dort, was ich habe und dann hole ich vor. Er sagt, ist das Leben nicht mehr aus Eten, und der Körper mehr aus der Kleidung? Weil Gott hat den Körper geplant und Kleider. Und Gott hat den Körper geplant, dass wir würden für ewig im Garten Eden sein, wo zu eten wir so viel, als wir wollen. Wir sind nicht mehr du, aber Gott wird sie versprechen, erst nach einem Jahr. Wenn uns Leben ist mehr als bloß 40 Stunden Werk ab Arbeit gehen, in sein so viel taubte Ropen und taubte Prachen aus wie kann. Ich lese gestern von einem Schreiber, er sagt, sein Plan, wie ihr was, oder sogar sein Bankaccount, Passwort, wie ihr was, schwarz hoffen,
rückwärts und retiren von 40 Jahren, dass wir nicht so lange darüber, dass wir die Meinung haben. Retire rich at 40. Aber er sagt, Gott hat zu holen die Kräne, vor 40 Jahren. Er sagt, nicht wird er nicht für retiren. Sein Geld, was er verdient, denk, nicht die Menschen, die das können sehen, sondern er hält das nicht für sich. Wort von der Freude macht dort geben im Himmel, wenn so eine Menschen dort zu sein kriegen, dass das geht nicht an mich, das geht an Gott. Das geht nicht an Mammon, das geht an Jesus Christus, verherrlichen ab dieser Erde. Und ich möchte das sagen, dass wenn wir dort nicht, wenn dort nicht das Ziel ist in unserem Leben, dass Jesus Christus als der Hauptpunkt, dann hat uns Leben nicht wirklich einen Sinn. Da denken wir an, was will ich essen zu der nächsten Mahlzeit? Was will ich mir antragen? Was will ich mir nächste kaufen und so eine Dinge? Dann wackelt sich das alle um andere Dinge. Und dort ist gerade, was uns jener, die so tun, will haben, dass wir sollen uns Gedanken beschaffen mit anderen Dingen. Und wenn er uns kommt, wird durchkriegen, dass wir uns Sorgen merken, dass wir eine Ansiedad leben, dann haben wir uns zu holen. Dann können wir nicht sehen, sondern sind wir mehr und Schulden in dieser Welt aus in sehen. Gott verspricht, dass er wird für uns versorgen. Er sagt, dass dein dort, wo du brauchst zum Leben, hängt nicht oft von deiner Arbeit. Das ist was wir berieten für uns von dir und auch. Besonders mag uns dieser Fall. Wenn das Wahrheit wird, das Leben hängt oft von meinen Worten, dann würden wir lange nicht so viel arme Prache haben, stelle ich mir vor. Wir sind ja lange gestorben. Wir sind ja lang verhungert. Aber Gott ist der, was versorgt für uns. Wir haben sogar eine Bibelvers, was gesagt hat, wir leben nicht vom Brot allein, wir leben von dem Wort Gottes. Die hat vielleicht einen Gedanken geändert, weil darf ich da nicht mehr schaffen? Das ist nicht, was ich hier sage. 2. Thessalonich, Kapitel 3, Vers 10, da sagt Paulus zu den Quark, zu den Menschen von den Quark, dass aus wie nach bejüngt werden, seht wie dünnt dort all, wer nicht arbeiten will, soll nicht gehen. Aber das sagt hier noch nicht, dass die dort so aus dem Dachlohn stehen, wenn die arbeiten ist. Ich habe mich gewundert und ich denke, wo hat Gott das geplant für uns? Was wird Gott seine Meinung? Für die ersten paar tausend Jahre dann wird er kein Geld. Und wir sind von der und auch nach Gruppen, wo du, wenn die gehen für den Uber, wo du darfst gar nicht viel betont. Das tun die nicht. Leben nicht mit Leid und nicht ein gutes Wort für den Nächsten. Ich glaube, wenn wir uns im Hintergrund würden trägen, dass du auch so warst. Aber wir sind nicht mehr in der Welt. Wir leben nicht mehr in der Zeit, wo wir das Leben, was das schafft. Wenn ich eine Stunde verbringe für dich, dann will ich eine Stunde betont haben. Das wird nicht am Wort Leben geht. Uns Leben ist von Gott abhängig. Wir haben verschiedene Geschichten in der Bibel, wo Gott versorgen wird, einfach physisch versorgen wird für die Menschen. Einfach die Israeliten in der Wüste, die kriegen alle Tag so viel Manna aus den Brücken zum Eten, ihre Manna. Sie
Da drehen Samarias vom Himmel und sie lesen taub, was sie würden brücken für den Tag. Sie haben nicht die Freiheit, abzusammeln für den nächsten Tag, bloß dort, wo sie den Tag brücken würden. In 2. Samuel Kapitel 9, du habe Mephibosheth. Hei wir in Trepel, wo du wir verjeten waren von Saul, seine Grottinger. Aber eins hat Gott David dort im Hort geleuchtet, hei forscht mal nur, dass du noch einer von dir, er ist ein von Saul, seine Familie wir, und hei nimmt der Unja seine Pflicht, und der Mann, der darf keinmal mehr dürren, der hat sein Leben lang hat er zu essen, zu kleiden und lebt und David sein Dach. Dass wir einfach bloß zum Leib bewiesen. Er will seine Leib bewiesen und soll seine Nukum. 1. Könige, Kapitel 17, du habe Elia. Gott sehe, du würd eine drehe Zeit kommen, du würd nicht sein zum Essen. Und Elia wie ein Prophet, und er prophezeitet, und er passiert gerade den Weich. Aber Gott versorgt für Elia, wo der Kreuen am alle Tag ein bisschen Barbecue brachten. Die Kreuen brachten am Opfer in der Wassertit alle Tag ein bisschen Fleisch zum Essen. Wo die Kreuen dort waren, hey, Krähen, Hahn, Kavans, Verstahlen, alle dort gehungerte Kehe, du hast einen Fleck. Dann die Kreuen gingen fleischlos peelen und brachten Elia dort. Er überwartet sein Gewahrs, ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir Gott eten, was die anbrachten. Aber Gott versorgt für ihn. Und von dir ging Elia in diese Witwe, wo du bloß nach Wolle erlatzt, das Brot abeten und sterben. Du schickte Elia Hahn am Deier Glauben zu steuern. Und sie bleiben leben, dass das war der Rehen gibt. Und so sind wir ein Wunder, was da passiert. Aber das Ding ist, wir glauben nicht mehr, dass Gott so ein Wunder ist dort von dir und auch dort. Wieder in Vers 26 sagt, Jesus kickt nur die Fehler in der Luft. Die säen nicht, die ernten nicht, und sammeln nichts in die Stalling. In den Fuhren im Himmel fördert die doch. Sind die nicht mehr wert als dein? Sicher wird wir glauben, dass wir mehr wert werden als die Fehler in der Luft, nicht? Aber wenn wir uns das mal lohnen zu Hause gehen, wo ich sage, kickt mal nach den Fehlern. Der Bibel fängt wie verschiedene Dinge, wo die Bibel uns rot gehabt hat, wie sagen, gehen nach der Einzige kicken, wo die Schafen und auch so, und wie sagen, klug sein aus einer Schlange und verschiedene Dinge. Und das Fahrer sind dann, kickt mal nach den Fehlern in der Luft. Weil nur was soll wie kicken? Ich glaube, ein Ding ist sehr klar. Die Fehler merken sich nicht sein. Die sind immer geloten, singen und preisen Gott jeder Tag Samarias. Und uns hat eins im Urlaub gestiert, aber die dann hat Gott zu ihr. Und freuen sich. Und wann es bieten kalt ist, die freuen sich. Dass die Sonne noch einmal war abgeht für ihn. Viele von uns, wir wecken Samarias ab und wundern, was soll das von dir passieren. Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen uns und den Fehlern, wo wir sagen, mal stillhauen und checken und Lehre aufnehmen, von wo die Fehler dort merken. Die merken nicht, sich nicht sein. Die sind niemals euer Recht und ganz euer Huld und Leute, die wollen einen Hortschlag kriegen, der all das. Die sind geloten. Die sind tranquilo. Die freuen sich für diesen nächsten Tag. Und ich glaube, das ist eine gute Lehre.
Einige von Ihnen werden vielleicht denken, well, was du hier sagst, ist, ist mir das Wort wahr. Das ist ein Wort für dort. Aber dort, wenn ich bloß vor Gott frage und er wird mir alles schenken. Nur Gott wird dir schenken, was du brauchst zum Leben. Du wirst häufig versorgen. Wir haben eine Liebe von dir und dacht, dass wenn du Gott treu bist und dass du alles das, was Gott will haben, dann wirst du ein richtiger Mensch sein. Ja, du wirst rick sein, aber nicht unbedingt an Gott und selber. Die wirst gut gehen im Leben, die wirst nicht haben zum Essen, die wirst nicht haben zum Leben. Aber nicht, dass dann wirst du die den ersten Jet-Typen und Fliehen haben, wo du immer die warst in so einer Dinge. Aber Gott, wir machen das einmal annehmen, dort, was wir kriegen, das kommt von Gott. Woran? Einfach bloß, wenn Gott läuft. Die Leib, was wir glauben, was Gott hat für uns, vielmals, ist für uns emotional life. Die Leib, was all diese junge Lied, was sich bald waren, befrieren, feiern. Wir denken vielmals an so eine Leib, was dort, wenn wir denken, dass Gott uns Leib hat. Aber Gott seine Leib zu uns, es ganz was anderes, was der Leib von den jungen Paulid, was sie gerade zu haben, befrieren. Woran? Wenn Gott hat sich, was Gott hat einen Plan, in dem Plan, an dem Plan steht, dass er läuft uns und dann, was von den Menschen wir sind, und das wird nicht ändern. Das ändert niemals. Wir haben vielmals den Gedanken, dass wenn ich von dir ein Pflege wird gesagt, oder ich habe ein bisschen Pornografie gekickt, oder ich habe den Nubelt gepflegt, dann ist Gott seine Leib weich für mich. Gott läuft dir in Krieg zu sein. Der Römer früher und Paulus, was sollen wir dann nun mehr sinnen, damit wir mehr genug erfahren können? Das ist nicht, was ich hier sage. Was ich sage, ist, dass Gott seine Leib hängt nicht auf von was du das. Seine Entscheidung ist klar in der Stadt, in der es war. Dass er läuft dich und dass er wird versorgen für dich. Was das dann wird sein, was die Kräu in dich bringt, ist das Wort, was die Dreh das Brot sein, was immer das ist, aber hey, was du für sein, dass du zu leben hast. Und das hängt nicht von dir auf. Wo immer hey, das tut, das sind nicht meine Sorgen, das sind Gottes Sinne. Und hey, was du nicht über Sorgen, hey, auf dem Plan, und was ich darf tun, ist, am die Hursam sein, in Harten, was seine Stamm zu sein hat für mich. Wo immer die Arbeit ist, oder wo immer ich tun soll, dort will ich tun, und dann wird die Versorgung zu sein. Ich will nicht tief auf dem Klotz sitzen und hoffen, dass du wirst eine Vater kaufen und den Himmel fallen. Wenn er dort auch wird, dann tun. Aber ich glaube nicht, dass dort sein Plan ist. Und wenn er sagt, du hast nur Arbeit, aber die wollen dich nicht betonen, du fährst dann weg dort hin. Wenn das Geld nicht am Geld verdient, das wird nicht Gott sein Plan. Das Geld, der Dollar, der Silberstecker, wo die Gesichter oben sind, das sind die Weltehre, das sind nicht Gott seine. Ja, das ist von Gott sind gemerkt, aber die Menschen haben sich das Teil geähnt und die Menschen sagen, wofür wird das? Wenn wir kicken, ein 500 Zadel, das ist ein kleines Bit Papier mit ein bisschen Tinte buchen. Aber der mexikanische Government sagt, wofür das wird es? Nicht Gott. Das sagt der mexikanische Treasury, wofür das wird es. Wenn der aber eins sagt, weil das kostet mitnehmen im Sickert,
dann ist es so. Dann wirst du nicht verkriegen. Aber wenn wir Dinge haben, was bei Gott wird wir sein, die wollen wir niemals verlieren. Die wollen wir holen. Und das ist die Gemeinschaft zwischen mir und dir und Gott. Gott kann die Leute zukommen, was immer er sieht, was dir fehlt und was du neidisch hast. Das ist nicht abhängig von deiner Arbeit, aber das ist abhängig von Gott, den Sehen, was Gott reit hat für dich und dass du warst arm gehorsam sein. Wir lesen hier, dass die Ferien die Säen nicht und der Arnt nicht und die Sommeln sich nicht in den Stalling. Weil einige von uns werden vielleicht denken, weil die Freten bloß meine Arnt ab. Weil wenn dort Gott ihr jäfft, dann lohnt wir dort, nicht? Aber vielleicht hast du dort auch uns in Lassen lernen. Wenn wir nach wieder gehen, dann können wir sein, weil wir sprechen all das Gras dort, was die Wappen jäfft, was die Fehl von Freten sollen. Und die sind leider nicht, dann freten sie von unserer Arnt. Du können uns immer streiten, was dort passieren soll. Aber wir haben hier geschrieben, was Gott sein Plan ist. So ist das nicht reich, wenn ich Ernte sehe und ich verlange, dass du was zurückkommst davon. Na sicher, das ist ganz abrechtig. So sagt die Bibel, verstehst du dann, das ist wie Kirchen, die, wo du die selber stärker kriegen, die, wo du nicht von euch warnt, die wird verdammt geteilt. Weil die hat er bloß begruft in deinem Schmerz. So wie Gott verlangt, dass wir was tun. Und was immer uns raub ist, was uns abgeleicht ist, dass wir dort waren tun. Und dass wir dort waren brücken, nicht um uns selbst die Füppen verkleben, aber dass wir dort waren brücken, um ein Sehen sein zu anderen Menschen. So ein paar Dinge, was wir machen, klar haben. Dort, wo ich brücke zum Leben, das kommt von Gott. Das kommt nicht von meinem Wirt, das kommt nicht von dem, für wem ich schaffe, das kommt nicht von dem Tag, das kommt nicht von was ich tue, aber das kommt von uns himmlischen Führer. Was immer sehen war, Herr, ist uns zu töten stehen, weil wir am Danken dafür. Aber dort klar haben, dass das kommt von Gott. Wenn wir dort nicht klar haben, den Tag, wo uns für den, was wir schaffen, der uns aufsagt, dann bleiben wir sind in ein. Dann bleiben wir, das Leben ist der ein. Dann gehen wir, da merken wir uns Sorgen, was wird das Nächste sein. Aber wenn wir da klar haben, wer versorgt für uns und von wo kommt unsere Versorgung, dann darf wir uns nicht abreden. Dann bleibt das klar. Die Qual bleibt die Salzie. Das nächste Ding ist, Gott läuft uns. Und dort soll wir sehr einfach holen. Wenn das ist einfach. Und das bloß einfach ist das. Gott läuft uns. Und du hast nichts, was du dir tun kannst, was das Wort anders mehr. Wenn du entscheidest, dein Leben nicht anzunehmen, das wird den Unterschied merkt. Aber bei Gott kannst du dort nicht ändern. Er läuft dir. Und das ist nicht eine junge Britliedsleib. Das ist eine Leib, wo du stehen bleibst für immer und ewig. Wieder sagt er, wer kann sein Leben durch Sorgen und bloß in Bett verlängern? Kostgei, dein Leben verkehrt hat durch deine Sorgen. Und ich glaube, du bist aber alle bekannt mit. Und was merkt ihr in Sorgen über die Kleidung? Denkt an die Lelie ab dem Stab, wo die Wurzeln, die Arbeiten und Spannen nicht. Und doch sei er kennt. Selbst Salomo, wie an all seine Herrlichkeit nicht so euer tragen, als eine von dir.
Wir denken vielmals in das erste Mode von der und da in dieser Welt. Tick mal nicht mehr. Ich habe das nicht gefiggert. Ich verstehe das Leben. Ich habe das Top. Ich habe, was das braucht. Ich sehe klug. Ich habe viel Weisheit. Aber wenn wir kicken, was Jesus hier in Matthäus in dieser paar Versen sagt, das rennt bloß durch Gott. Das rennt bloß durch, was Gott ans Land kommt. Wenn Gott aber eins sagt, mit dort irdische, was du hast, wo wir nicht uns in einem Mauten, dann haftet nein. Dann haftet kein Wirt mehr. Aber dort, was wir uns abbühen, in unsere himmlische Kost, dort wird er bleiben. Und dort wird für immer sein. In seine Leib zu uns, der wird nicht vergehen. Mach Gott ihn sehen. Und wir uns noch abnehmen zum Gebet. Vor dem Himmel, danke schön, dass du das so klar merkst, dass deine Leib zu uns, der steht, der ist fast. Das ist eine Entscheidung, wo du nicht ärgern wirst. Das ist eine Entscheidung, wo du verewigt hast. Das ist eine Entscheidung, wo du viele Jahre träg gemerkt hast. Und nach Wahrer, aus dem Sehen Jesus Christus im Kreuz ging, in sein Leben, die für uns sind, dass sie das nach Wahrer von Freschen bestätigen. Dass deine Leib für uns als nicht ein Denk von euch her. Das wird deipet, das wird grautet und das wird scheinet und das wird schmacket. Mein Gebet von jedem einen von dir hier als Herr, lieber Herr Jesus Christus, dass wir dort einfach gedenkt wollen, die an annehmen und ans Wort. Und dort klar haben, dort in deinem Wort passiert, dass deine Leib als Wahrheit, deine Leib als du und dort als ein Denk, worauf wir vertrauen können. Dankeschön, Herr Jesus, und wir freuen uns am Dienen sehen. Amen.